Nein, ich wusste es. Wie barbarisch. Geschlachtet. Wie Tiere. Warum? Sie glauben, das Blut wird den Sohn dazu bringen, sie zu mögen. Er würde sie dafür umbringen. Seht mal an der Tür, das Ordenssymbol. Gehen wir in die Kapelle und verschwinden dann. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Milo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Sehen wir unten nach. Wo zum Teufel ist Milo? Weiß ich nicht. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Dorthin brachten sie ihn. Warte, so leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer, ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein. Erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich? Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Diener. Sag mir nicht, was ich brauche!
Du bist die vom Gemälde. Nein! Sie. Sag nichts. Sie haben Milo getötet! Natal, sie kommen! Versteckt euch! Pass auf Hugo auf! Sie haben Milo abgeschlachtet! Hierher! Wir brauchen jeden einzelnen Mann! Tötet das Mädchen! Los! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht! Ihr habt alles ruiniert! Da! Oh, ihr Böse! Da. Ihr macht einen Fehler! Sollte mir helfen.
aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören. Klar? Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht so laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Das ist alles bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Hey, lass gut sein. Na gut. Bleibt in meiner Nähe! Vorsicht! Es ist... Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht! Du kannst aufhören. Geht klar. Erbarme uns den Weg. Bleibt bei mir. Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte! Warum?
Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier! Kommt! Sophia, bleibt in meiner Nähe. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Das war knapp. Der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Na los. Halt. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Hey, lass gut sein. Gebombt. Ja, du hast meine Haut gerettet. Wir brauchen ein großes Feuer, um darüber... Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht!
Lass es! Na gut. Fangst du uns den Weg, Sophia? Bleib in meiner Nähe! Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bloß alle im Licht! Matt, bleibt bei mir! Da oben, da ist es! Das reicht, hör auf! Geht klar! Schnell, hoch! Verstanden. Wir sind da! Endlich! Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius? Wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Diese Insel war... Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Das war so befreiend. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Komm,